Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann lasst es. Frechheit. Beruhigt euch erstmal. Wenn ihr dieses Video seht, dann werden wir heute am 15.08. um 19 Uhr noch einen kleinen Livestream in die Umlaufbahn scheppern. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Und zwar sogar ausnahmsweise mal hier auf YouTube. Die nächste Frechheit. Aber Seth, heute um 19 Uhr muss ich Mathe machen. Ja? Komm mal her. Siehst du das? Da ist die Tür. Es geht denen einfach alles am Arsch vorbei. Für alle, die bleiben wollen. Gibt es exklusives Gameplay zu Man of Medan? Shut the fuck up. Wir haben da jetzt vor Release nochmal so eine kleine Demo zugeschickt bekommen und ich werde das Ganze mit dem lieben Corrupted spielen, der ist also auch dabei. Demo geht so circa 30 Minuten, danach kommt noch ein kleines freshes Q&A, wo ihr mich voll labern könnt. Sofort euch bitte nicht auf diesen Kack-Stream, kommt trotzdem zahlreich und geht uns gehörig auf den Zeiger. Dankeschön. Einfach weitermachen. Ich habe euch ja letztens von meiner Hausspinne Gordon erzählt. Es war eine Achterbahn der Gefühle. Drückt so sein Arsch so in die Lüfte. Gordon ist Kumpel, Alter. Gordon ist Family. Und ich erhielt seitdem schon einige Vorwürfe, dass der künstlich ernährt wird, aber auch Fragen nach seinem Befinden. Wie geht's? Ja, was soll ich sagen? Ein bisschen abhängen, ein bisschen rumspinnen, oder? Wir sind uns so ähnlich. Und dieses kleine Spielchen hier hat mit all dem kurioserweise auch genau gar nichts zu tun. Oder doch? Übrigens, ich habe mal meine Statistiken umgekramt. Nur 60% aller Leute, die regelmäßig meine Videos schauen, haben abonniert. Das sind, in Spinnenbeinen ausgedrückt, nicht mal 5. Der arme Gordon, wisst ihr, also 5 Beinen kann man nicht stehen. 4,5 Beinen kann man nicht stehen. Dieses Menü ist auch... Naja, fangen wir ein neues Spiel an. Ziel, finde den ersten Stock und verlasse das Gebäude. Okay. Wow, dieses Ambiente ist auch... Finden wir den ersten Stock. Ich weiß nicht, hat die Nachtschichtleiterin zum Zapfenstreich geblasen oder sind die Toiletten kaputt und wir müssen draußen Dixies benutzen? Ah, wir sind im dritten Stock. Gut, dann benutzen wir den Fahrstuhl und fahren in den ersten, oder? Ah, das ist verschlossen. Dafür brauche ich eine Keycard. Das ist im Brandfall immer sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Hallo? Warum sind hier gigantische Spinnen? Oh, warte mal. Hier geht's in den zweiten Stock. Wir kommen der Sache schon... Oh, hier geht's in den ersten Stock. Wir kommen der Sache aber richtig nah. Bitte was? Wie viele waren's? 8, sagst du, ja? Nee, nur 60% davon. Die anderen, die zieren sich noch. Die genieren sich ein bisschen. Ich kann's nicht ändern. Ich sag's denen immer wieder, aber... Also ich spinne mir hier einen ab, aber fangen tue ich trotzdem niemanden. Das ist auf jeden Fall ein äußerst übersichtliches Büro. Da wird einem mehr schlecht. Ach komm, das hat man doch eben schon. Denkt euch doch mal was Neues aus. Dann lauft doch wenigstens mal von rechts nach links. Das wäre mal was. Das wäre mal was Genaues. Das wäre mal eine Alternative. Da würde ich noch aufgeregt quieken wie ein kleines Mädchen. Keycard, Keycard, wo bist du am Start? Woran man bemerkt, dass das ein Videospiel ist, dass jeder einzelne Platz ganz akkurat aufgeräumt ist. Absolut unrealistisch, wenn ihr mich fragt. Ist aber das Verhörzimmer für besonders schwierige Fälle. Bin ich auch öfters anzutreffen, habe ich mir sagen lassen. Was ist eigentlich dieser grüne Balken da oben? Ist das meine Ausdauer zufällig? Nee, rennen kann ich nicht. Das ist aber auch wirklich schade. Ein Brandfall immer sehr, sehr praktisch. Nee, also ich hätte jetzt schon mal langsam gerne die Keycard. Aha, dankeschön. Ich kann das nicht aufheben. Das ist bestimmt eine andere, oder? Ich habe den Trigger noch nicht gefunden. Ich muss erst eine andere suchen. Oh, ich hasse es, wenn Spiele das machen. Voll unrealistisch. Ey, ich war halt gerade auch voll stolz auf mich, ja? Ah, nee. Wir programmieren heute mal ein Videogame. Ah, lass uns das mal anders machen als sonst. Ja, genau. Lass uns das mal richtig asozial gestalten. Das ist 5 von 8 Gameplay, Freunde. Ich habe circa 60% Spaß. Huch. Entschuldigung, ich würde ja kleines Meeting nicht stören. Da gehen Stühle zum Sterben hin. Nein. Ich bin hier gestartet. Ich... Die kann ich auch noch nicht nehmen. Die Türen sind verschlossen. Ich muss zu Adams Office gehen. Da kann ich den dritten Stock und irgendwas anderes. Managers Office. Da komme ich doch gerade her. Die konnte ich nicht aufnehmen, weil ich das nicht gefunden habe. Hier diesen Hinweis. Es reicht nicht.
gleich setzt der Brechdurchfall ein. Gleich setzt er ein, ich sag's euch. Jetzt kann... Nee! Es arbeitet sich ganz langsam vor zu einer 6 von 8. Aber wenn es mich jetzt noch richtig überrascht, ich kann, ist es eine Cutscene. Was war denn das? Wer bist denn du? Hi, Christina. Bist du der Neue? Komm, wir kommen ins kleine Verhörzimmer. Was? Oh, jetzt kann ich rennen. Oh, danke schön. Was war das denn für ein Ding, Alter? Seit wann dürfen denn hier neuerdings Gremlins bei uns arbeiten? Ich glaube ja, wo ich spinne. Oh Gott! Oh ja, du bist richtig bedrohlich, nicht wahr? Verdammt nochmal. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir, hm? Herzchen? Kommst du mir hinterher? Solange bis du mich verlierst oder meine Ausdauer irgendwie weggeht? Das ist nicht meine Ausdauer, das ist meine Lebensanzeige. Das ist aber ärgerlich. Ach, verdammt. Also das mit dem Juken, das... Au! Das funktioniert nicht so ganz. Was zum Teufel? Ja, setz mich doch jetzt nicht hier ab, Mann! Wie langsam... Ach, komm! Das ist Action von 8, Leute. Ich muss in Sarahs Desk nach irgendwas suchen. Wer ist denn Sarah jetzt schon wieder? Wie soll ich denn das jetzt machen? Wie habt ihr euch das hier überlegt? Oh, come on. Oh! Ach, nö! Ach! Alter. Ich cheate mich einfach durch die Respawn-Punkte. Wie ein fucking Berserker, Alter. Mit mir ist nicht zu spaßen. Ey, das ist halt vollkommen egal, ob man stirbt. Seht ihr das? Das ist halt Latte. Ich renne halt einfach weiter. Pass auf. Zieht euch das rein. Das ist halt egal. Das ist vollkommen egal, Alter. Jetzt geh wieder zurück. Zieht euch das mal rein. Das ist dumm, Alter. Wo war denn jetzt ja der Dreck? Oh Gott. Ich hab ihn gefunden. Sarah, lass mich rein. Wir müssen reden. Wir müssen den Kammerjäger vor allem rufen. Dritter Stock, Keycard. Gib es her. Geiles Spiel. Hier, dritter Stock, lass mich rein. Grün. Wir programmieren heute ein Spiel. Ja, aber lass doch mal das Licht auf jeder Etage anders einfärben. Das ist es. Das ist der Durchbruch. Unlock the main doors, Alter. Ich hab echt richtig gehackt, Leute. Ich bin ein richtiger Hacker. Ach, jetzt kann ich entkommen. Was ist mit diesem Kobold? Darf ich den nochmal sehen? Das war das Highlight des Videos, Alter. Guck mal oben in der Ecke, da hast du den Kobold. Soll ich nicht eigentlich irgendwie zum ersten Stock? Ach, warte mal, ich weiß, wo ich hin muss. Hier immer schön den Weg lang. Ich war geradeaus. Hier war ich zum Anfang des Games schon mal. Ach, come on. Ja, ja, nee, nee, nee. Mach jetzt nicht so eine Verguckchen hier. Was soll denn das? Ich nehm doch eh keiner mehr ernst. Ich bitte dich. So, ich glaube jetzt hier um die Ecke und dann bin ich raus und wir haben das Videogame gewonnen. Oi, you escaped! Nice! Für diesen Blackscreen, da hat es sich aber gelohnt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst bitte auf jeden Fall 8 Daumen nach oben da, auch gerne 5 von 8. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was?